Liebe Zuschauer, genau genommen ist Kiffen in der Öffentlichkeit in Deutschland ja immer noch verboten. Allerdings, am Wochenende gab es jetzt eine Ausnahme hier in Berlin. Aha, da durfte einfach so Marihuana geraucht werden und das im Beisein der Polizei. Die haben sich das quasi mit angeguckt. Vielleicht hat der ein oder andere ja sogar selber mal gezogen. Ja, Antikiffer Philipp Hageni, unser Reporter, war mit vor Ort mit mahnenden Worten. Natürlich. Wir kiffen, wir kiffen, wir kiffen. Deutschland im Frühjahr 2018. Echtes THC wird ganz legal in einem Berliner Park unter den Augen der Polizei weggedampft. Der Grund für das ungewohnte Großkiffen beim Smoke-In im Freien? Am Weltmarihuana-Tag demonstrieren vor allem Patienten, die Cannabis auf Krankenschein konsumieren, ihre neue Freiheit. Ich rauche Cannabis auf Rezept, ja. Hab jetzt seit fast einem Jahr auch eine Kostenübernahme. Und ja, es ist schön, endlich als Patient nicht mehr stigmatisiert zu sein. Und ich habe eine sehr schwere Form vom ADHS. Warum hast du es auf Krankenschein? AIDS? Hast du auch so einen Krankenschein? Ja, habe ich auch, ja. Du hast einen Krankenschein? Ja, ich habe einen Krankenschein. Was hast du für eine Krankheit? Ich habe Hyperhidrose und siehst du hier, ich schmütze vermehrt. Das ist eine Hautkrankheit, also ich schwitze halt mehr als andere Menschen an gewissen Hautstellen. Und die Cannabis-Patienten dürfen nicht nur den Stoff als Medizin öffentlich konsumieren, auch sonst feiern sie ihre außergewöhnlichen Freiheiten. Aber ist auch für Patienten kein Problem, wenn man nach der direkten Einnahme immer eine Wartezeit einhält und es mit dem Arzt abgesprochen ist, auch überhaupt kein Problem, Auto zu fahren unter seiner Medizin. Doch smoken hier beim Open-Air-Happening wirklich nur die offiziellen Marihuana-Verbraucher? Hast du auch Cannabis auf Krankenschein? Leider nicht, nee. Kiffst einfach so? Ja. Kiffst du hier auch auf Krankenschein? Nein. Du kiffst ohne Krankenschein? Ich kiff quasi illegal. Raucht ihr hier auch Haschisch auf Krankenschein? Nein. Kifft ihr auch auf Krankenschein? Nee, wir sind zur Solidarität da heute. Und hast du jetzt nicht Angst, wenn wir dich jetzt hier im Fernsehen zeigen, dass du da Probleme bekommst? Nee. Nehme ich in Kauf. Tatsächlich gilt, die Polizei ist sehr zurückhaltend und sagt etwas zu den offiziellen und illegalen Kiffern? Nein. Schade. Und wir werden keine Interviews geben. Alles klar. Das ist sehr schade. THC als Medizin auf Krankenschein für wirklich Bedürftige finde ich toll. Als Nichtraucher, Nichttrinker und auch überzeugter Nichtkiffer überkommt mich aber bei einigen anderen Hardcore-Haschkonsumenten ein starkes Anti-THC-Missionierungsbestreben. Wie viel rauchst du so? Ja, so 3-4 Gramm am Tag. Am Tag? 3-4 Gramm? Jeden Tag? Junge, hör auf! Du rauchst am Tag für 10 Euro, also 1,4 Gramm. Das sind ungefähr 4 Joints, ja. 4 Joints und hier rauchen wir abends meistens. Und das sind 300 Euro im Monat, so über den Daumen gepeilt. Ungefähr. Hört auf! Ihr werdet noch schöner ohne Kiffen. Auch auf Arbeit. Auf Arbeit kiffst du? Vor der Arbeit, auf der Arbeit, ich bin Barkeeper. Hör auf! Ich mach seit 12 Jahren nicht mehr. Kein Alkohol, keine Drogen. Auch keine Zigaretten mehr. Es ist so schön. Wenn es dir Spaß macht, ist ja gut für dich. Ist wunderbar. Genau, denn auch im Frühling gilt, ohne Alkohol und Drogen ist die Welt viel schöner und vor allem klarer.